Sind es die, wo mich hinrichten wollten? So, meine lieben Freunde, willkommen zum zweiten Part von Elex, dem Elexiten-Junkie von Elexinien. Genau, nee, also, ich sollte, glaube ich, mal darauf achten, ein klein wenig langsamer und verständlicher zu reden, dass man mich auch hört. Gut, wir machen weiter. Duras da hinten, doch, der hieß Duras, genau. Duras da hinten alleine gelassen, schlagen wir uns alleine durch die Wildnis, um zu den Alps zu gelangen, unserer Spezies, die den Berserkern hier in dem Land feindlich gesinnt sind. Und wir hoffen doch, dass sie uns aufnehmen, trotz dass wir da von denen fast hingerichtet worden sind. Schauen wir doch mal, was sich dabei ergibt, ne? Hier erstmal wieder ein paar Pflanzen sammeln. Es wird wieder mal gespeichert. Das finde ich super. Was haben wir hier? Giftkraut. Immer gut, falls wir vergiftet werden, ne? Okay. Das müsste eigentlich auch schon hier sein. Guck mal, hier haben wir einen Teleporter gefunden. Die sind immer gut. Da kann man sich dann hin teleportieren, um Schnellreisen zu machen. Oh Mann. Ah, scheiße. Das sind zwei Stück. Nee, ich lass die mal. Oder komm, die schaffen wir, oder? Nee, ich will nicht gegen die kämpfen. Oder gegen einen. Einer ist okay. Komm, der hat mich gesehen, gell? Ja, gut. Komm her. Wie läuft denn der da hoch? Ich bin doch... Ich versteh's nicht. Komm her. Ja. 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 Sehr schön. Diese scheiß Riesenratten hier, die regen mich einfach immer so auf. Das war's. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Okay, weiter geht's. Ah, wir sind tatsächlich hier bei den Alps. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wie die auf mich reagieren. Ich glaube, ich kill den da hinten noch, weil ich Lust habe einfach. Nein! Ja, noch ein Schlag! Sehr schön. 10 Erfahrungen bekommen. Oh, oh! War das knapp? Oh, was sind das für ein Vieh? Nein! Den schaffen wir nicht! Der ist zu groß! Ist er wieder zurückgelaufen? Nee, scheiße. Oh, oh. Hey, war das knapp gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was die zu sagen haben. Das wird krass jetzt. Sind das die, die mich hinrichten wollten? Ja, das sind die, wo mich hin... Nein. Schießen die erst mit Laserwaffen und packen dann... Ach, das ist kein Besen. Ich dachte, das ist ein Besen, was der auspackt. Okay, okay, die sind definitiv zu stark. Weg hier. Okay, wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir gehen zu Duras. Okay. Nee, Alter. Bestimmt. Mit einer Laserwaffe. Wo ist denn da die Fairness hin, Leute? Na, klasse. Also wir wissen, die reißen uns den Arsch auf. Ja, gut. Oh oh. Komm schon. Ist das wieder dieses... Oh, das ist wieder dieses gefährliche Vieh. Verdammt. Was war denn das gewesen? Den packen wir. Das Vieh kann aus seinem Maul irgendwelches Plasma-Scheiße schießen. Ja.
Hoch, hoch! Boah. Nee, den schaffe ich nicht. Ich muss hier weg. Okay, ja, nee, komm, lass mal. Ich will hier weg. Ich will hier weg! Boah. Mega knapp. Mega knapp. Okay. Okay. Puh. Also, ich will zu Duras zurück. Scheiße, wo waren wir gewesen? Oh, das Vieh kommt hierher. Ich muss in die andere Richtung laufen. Ja, ich weiß, dich packe ich nicht. Okay, hauen wir ab. Lauf! Gut, ich bin schneller als das. Oh, oh shit! Oh, scheiße! Oh, fuck! Nein! Das gibt's doch nicht! Oh, nee! Ich wollte die Viecher nur killen wegen der Erfahrung, die die mir geben. Aber das muss ja gerade so übertreiben. Hoch, hoch, das Vieh kommt schon wieder. Boah, das war das Kleine. Hey. Die gehen noch, die sind nicht so stark. Die sind vor allem auch relativ dumm, habe ich das Gefühl. Komm schon. Hoch. Komm schon. Sehr schön. Wir sind sicher. Okay. Bevor wir jetzt wieder zu den Alps gehen, werde ich ganz klar mich zu Duras begeben wieder. Genau. Hierhin. Das ist mir sonst zu krass. Ey, da haben die uns einfach den scheiß Arsch aufgerissen. Unglaublich. Ballern die damit mit Lasergewehren auf mich rum? Also vielleicht haben sie mich auch nicht erkannt, weil ich inzwischen wieder so normal aussehe. Aber, nee, absolut gar nicht, sage ich euch, was die da machen. Absolut, das geht gar nicht. Das kriegen die nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal bei den Berserkern durchschlagen. Ich speichere jetzt nochmal kurz das Spiel ab. Schnellspeicherung Y. So. Sehr gut. Und ja, genau. Davon ist wieder irgendwas. Habe ich noch einen Pfeil? Nee. Ist die Frage, wie stark ist das Vieh da vorne? Was ist denn das? Scheiß Dinosaurier. Ist das ein Dinosaurier? Nee, komm, ich lass den. Das ist mir zu gefährlich mit gegen. Ich muss erstmal gucken, dass ich jetzt überhaupt hier überlebe. Ganz klar. Hey, das Vieh läuft mir nach. Das Vieh läuft mir nach. Scheiße. Ja, scheiß drauf. So. Also werden wir jetzt tatsächlich uns entwürdigen müssen und den Duras nach Hilfe fragen. So sehr ich da auch überhaupt keine Lust habe, aber die Alps scheinen uns nicht momentan aufnehmen zu wollen. Also Duras, komm her. Meine Ausrüstung, das habe ich in... Na schön, dann geh voran, bring mich in deine Stadt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Ja. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn es holprig wird. Ja, ich weiß. Also Waffe, das ist eine scheiß Metallstange. Na, egal. Oh, genau, eine rostige Axt. Voll vergessen, dass wir die hier kriegen. Sehr schön. Ja, ich laufe dem jetzt wirklich erstmal nach. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Ah. Geh weiter. Geh weiter. Bleib hinter mir.
Mission: Folge Duras zu den Ruinen. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Ich höre auf, jedes Mal das vorzulesen, was hier steht, weil ihr hört es ja sowieso, wenn er das sagt. Also auf jeden Fall habe ich jetzt schon mitgekriegt, dass es mehrere Fraktionen gibt. Sicher mal eben die Berserker hier, ne? Dann die, die Alps, das was der Fraktion, der ich angehöre, und dann die Kleriker. Das scheinen anscheinend so Art wie, ich weiß es nicht, was das sind, vielleicht Magier oder sowas in der Art oder so priestermäßig, keine Ahnung. Was sind denn Kleriker hier draußen? Was denn? Ah, ja, Kleriker genau. Hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Oh, er fragt mich jetzt. Ich sag dem schon, wer ich bin. Ich habe da keine Angst davor. Mal angenommen, ich käme aus Xarko, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Genau, eben, das ist das, weil wir hier abgestürzt sind und schon länger nichts mehr konsumiert haben. Okay. Kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Gehen wir durch die Ruinen hier? Gehen wir durch die Ruinen? Das lese ich ja trotzdem vor. Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Finde ich gut. Gehen wir durch die Ruinen. Wir gehen durch die Ruinen. Ja. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Du hast dich für den schwereren Weg entschieden. Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne mit V dein Adjutor, um neue Attributspunkte zu verteilen. Ah, okay. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten Stärke. Die Leichen der Kleriker noch da sein. Konstitution. Mach ich jetzt wirklich erstmal so ein bisschen. 1 Talentpunkt, da können wir noch nichts groß verteilen, glaube ich. Erfahrener Jäger, du bekommst mehr Erfahrung für getötete Feinde. Doch. Nee, geht ja nicht, oder? Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht machen kann. Aber gut. Also los. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen aufräumen. So, keine Chance. Sehr schön. Gerade mal plündern. Okay. Ich gucke, dass ich hier noch alles Mögliche aufnehme, was ich finde. Das kann man nämlich später gut verkaufen. Gegen Elixid. Wo ist das Vieh? Da. Los geht's. Oh. Ah, verdammt! Der soll mir helfen! Wo ist denn der? Scheiße, ich muss zu dem, der ist zu stark alleine. Wow. Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Oh, verdammt! Das scheiß Vieh schießt Plasma aus der Fresse! Wo ist denn da die Fairness?
Ich darf mich echt nicht zu weit von Duras entfernen. Alleine keine Chance. Keine Chance. Das geht ja noch klar hier, die Viecher. Los, helf mir mal. Guck dir mal, was der raushaut hier. Das ist ja nicht normal. So, weiter geht's. Teleporter aktivieren. Alter, helf mir! Und steh doch nicht so da rum! Fertig. Was soll der Scheiß? Ich geh da rein jetzt. Nee, mein Gott, jetzt muss ich den alleine killen. Der muss noch einen Schlag machen, ich bin weg. Hoch, hoch, hoch! Ich geh aufs Dach. Ah, ah. Toll. Ist nicht euer Ernst. Ja, komm. Jetzt hilft er endlich. Boah, was der an Schaden rauskommt. Sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft nicht normal aus schon erkennen. Aber das Vieh gibt auch 30 Erfahrungspunkte. Da ist schon wieder so eins. Nicht auf mich! Nicht auf mich! Und nochmal. Hey. Leck mich da. Ich brauche unbedingt mehr Ausdauer. Dieser Mann zeichnet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Bett ausschlagen. Ich lasse den... Ich... Oh. Gut, eine von 5 Waffen gefunden. Das ist so unsere Ach, ich gehe erstmal mit rein. Das ist so die Aufgabe, die wir hier haben. Ha, hier haben wir noch eine Axt. Ja, aber die haben wir ja schon. Gucken wir mal schnell, was wir hier in dem Schrank finden. Elixit, 33 Stück. Geil. Noch was? Nee. Hier vielleicht? Oh, ein Rucksack. Klopapier und noch mehr Elixit. Sehr schön. Okay. Oh, kann das sein, dass es mein Leben auflädt, wenn ich mich da... Ah, guck mal hier. Bis zum Mittagsschlafen. Bis zum Mittagsschlafen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich meine Leben dann auch wieder aufladen und dass das Spiel abgespeichert hat. Oder zumindest, dass die Leben sich aufgeladen haben. Sehr schön. Leben sind wieder voll. Tja! Blöde Ratte. Kann's weitergehen? Ja, ja, es geht hier weiter. Oh, hier haben wir den nächsten. 2 gefunden. Also los. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Hm. Erledige, was du hier machen willst und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall noch die Waffen finden von den Klerikern. Ach ja, mein Geldbeutel. Oder Geldbündel. Eine Zigarettenstange. Irgendeine Anleitung. Also die Tränke sind hier echt Gold wert, das sage ich euch. Das Radio mal ausschalten. Haben wir hier noch was? Hä, ich habe doch bis zur Mittagsstunde ge... Ja, es sieht so dunkel aus, aber es ist auch Mittagsstunde. Doch, doch. Genau. Was haben wir denn für Zeit? Schlechter Waffe Zeitpunkt. Ziehen! Scheiße. Helf mir! Ah, das ist nur so ein kleiner. Ja, easy. Das war nur so ein Göckel gewesen. Ein Stück rohes Fleisch. Hier haben wir noch einen. Jetzt haben wir 4. Und der, wo war denn noch einer gewesen? Waffe eines Klerikers, hast Gefahrgut. Ich bin kurz am Überlegen, wo der letzte nochmal war. Ich glaube, der war draußen, irgendwo zwischen so Ruinenteilen. Überlegen.
Ich muss nur aufpassen, dass ich hier draußen nicht irgendwelchen Gegnern begegne. Die nehme ich sonst in der Luft auseinander. Hey, da hinten so ein paar Riesen und so, ey. Das ist ja auch total übertrieben. Und so Dinosaurier. Nun gut, aber nicht mein Bier. Gut, hier drin könnte natürlich noch was sein. Ah ne, hier waren wir gewonnen. Missionsbericht. Hier waren wir schon. Okay, kann natürlich sein, dass hier noch einer ist. Schauen wir mal. Das nicht, aber wir haben hier Elixit gefunden. Magnesiumfackel. Ein guter Becher. Gibt ja auch schlechte Becher. Was haben wir hier noch? Vier Häuser. Da hängt noch etwas dran. Der zweite Hinweis. Ah, genau, in der Ruine dort. Ich glaube, da ist der letzte. So, oh mein Gott, da ist mir jetzt doch tatsächlich die Aufnahme mittendrin abgebrochen, weil ich nicht genug Speicherplatz hatte. Aber Leute, ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe es zum Glück nach 2 Minuten gemerkt. Wir haben die letzte Leiche immer noch nicht gefunden. Und, oder hatten wir die gefunden? Nee, hatten wir nicht. Eben. Und das möchten wir jetzt nachholen. Ich weiß halt echt nicht, wo die ist. Kann man natürlich mal gucken, ob die hier irgendwo rumliegt. Das Problem ist halt, ich habe leider nur auf meinem Gaming-Laptop 500 GB. Ich müsste mir mal eine externe Festplatte holen. Das wäre sehr, 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 sehr vom Vorteil. Aber wie gesagt, die letzte Leiche möchte ich jetzt endlich finden. Und ja, mit gezogener Waffe sehen wir die sowieso nicht. Vielleicht ist die hier irgendwo. Oh, hier unten hat es einen Keller. Na, wenn die nicht hier unten ist, dann weiß ich auch nicht. Ne, hier ist aber nichts. Kleiner weißer Stein. Oh, es ist dunkel. Schlafsack, eine Ratte. Aber sonst? Hier haben wir noch was. Einen kleinen Mana-Trank. Mehr ist hier aber auch nicht. Oh, scheiße. Wo ist denn die letzte Leiche? Gut. Wenn die da unten ist. Wenn die nicht da unten ist und auch nicht da oben ist, dann muss die doch... Ich weiß es nicht. So eine Leiche suchen wir noch. Da ist auch keine. Oh, da hat es eine Truhe noch, die wir öffnen können. Brause. Lecker, lecker Brause. Aber sonst... Och Mann. Uns fehlt doch noch eine, gell? Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Klerikerwaffe zeigen. Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist Goliath genau der richtige Ort dafür. Okay. Reicht mir immer noch nicht. Ich will jetzt mal gucken. Oder habe ich jetzt doch alle gefunden? Hauptmission? Edan? Ah, man kriegt Erfahrung, wenn man die Dinger liest. Ist ja cool. Oh, was ist das denn? Das ist doch das Ding, in dem wir uns gerade befinden, oder? Oder täuscht das? Nee, das ist was anderes. Verwirrtes Bild. Ah doch, wir haben alle. 5 Stück. Doch, wir hatten alle gefunden. Super. Okay. Ja, nun denn, dann würde ich ja sagen, dass wir weitergehen, oder? Gehen wir Richtung Goliath. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Hä? Wie du meinst. Hab ich gar nicht gemerkt. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation.
Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Ich dachte, hier wäre ein Gegner. Das letzte Mal war hier ein Gegner gewesen. Oh! Oh, ey, unglaublich, dass der Duras nur einen einzigen... Du bist Level aufgestiegen. Sehr schön. Cool. Danke. Gerade nochmal mehr Stärke. Habe ich doch vorhin schon gemacht, oder nicht? Ah, nicht verwerfen, Mann! Mehr Stärke, los, mehr Stärke! Übernehmen. Sehr schön. Okay. Fertig? Den hat er anscheinend auch auseinandergenommen. Da vorne haben wir noch einen Gegner, glaube ich. Da war zumindest was rot gewesen. Boah, Missgeburt. Danke. So. Also los. Hey, hier haben wir ein Haus. Wo ist die Elixit? Noch mehr Elixit. Magnesiumfackel, Magnesiumfackel. Okay. Ich glaube aber, dass ich an der Stelle das Let's Play den Part beenden muss, weil ich habe nicht mehr so einen Überblick gehabt, wie lang Waffe ziehen. Oh, da ist ein Gegner. Wie lang ich aufgenommen habe, bevor es abgebrochen ist. Oh, da vorne sind Leute. Ist das schlau, da einfach hinzurennen? Nee, ich glaube nicht. Gut. Ein Kampf, da mach ich mit. Oh, Duras, Duras. Jetzt bist du dran. Komm schon, bitte helf mir. Bitte lauf jetzt nicht einfach weg, wenn ich zu dir laufe. Fertig? Nein, eben nicht! Natürlich, das ist das, was ich meinte. Na klasse, okay. Jetzt greifen sie natürlich an. Ah, so dumm! Oh, jetzt habe ich unten mit dem gespeichert. Gehen wir Richtung Goliath. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Nun gut. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Also, ich sollte auf jeden Fall jetzt erstmal in der Nähe von Duras bleiben, weil die zerlegen mich einfach alle hier draußen. Komm schon. Sehr schön. Levelaufstieg. Okay, machen wir gleich. Stärke. Konstitution. Noch ein bisschen Stärke. So, übernehmen. Okay, also wie gesagt, Leute, an der Stelle muss ich leider das Let's Play beenden. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich aufgenommen habe. Ich wünsche euch stattdessen doch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr schaltet auch zum dritten Part wieder ein, wenn es darum geht, mit dem Duras hier durch die Wälder zu streifen. Und ja, und sonst haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.